irgendwie kann Tina dann doch nicht entspannen. Ständig muss sie an ihre Familie denken. Ob meine Kinder jetzt schon im Bett sind? Einmal gucken. Die werden im einmal Bett sein. Gucken. Die können schon aufs Töpfchen Vielleicht gehen. Vielleicht haben die sich einmal nur gucken. Die können schon alleine sich an- und ausziehen. Ja, das macht stimmt. Dir viel zu viel Gedanken. Aber die werden die Mama bestimmt vermissen. Der Einzige, der sich gleich Gedanken machen wird, wird der Willi sein. Meinst du? Ja, du bist doch sonst nie weg. Standhaft bleiben. Der muss merken, dass du weg bist. Und der, vor allem muss der merken, was er gemacht hat. Ja, so kann er nicht mit dir umgehen. Ja, das stimmt. Willi hat seinen besten Kumpel Marco angerufen und ihn gebeten, vorbeizuschauen. Er will seine Kinder nicht alleine im Haus lassen, während er sich auf die Suche nach seiner Frau machen will. Pass auf, ich weiß jetzt, wo die ist. Ja. Die Kinder schlafen oben, Marco. Ja. Ich möchte ihn nicht alleine lassen, auch wenn ich in Not bin. Ich bin froh, dass das Patenonkel schnell greifbar war. Immer weiß, ja. Ich muss nach der Tina schauen, ich habe auch nicht keine Ruhe im Arsch. Okay? Ja, mach keinen Stress, ne? Und alles klar. Denk dran, ne? Weißt du, wie Frauen manchmal sind. Ne? So sieht das aus, ne? Ich bin einer, der Verständnis hat. Alles klar. Ich gehe da hin. Ich muss mir da eigentlich zwischen den Kopf gehen lassen. Muss mal gucken, wie ich das Ruder vielleicht doch noch umreißen kann. Ob ihm das gelingt, wird sich gleich zeigen. Hallo. Entschuldigung, könnten wir bitte ein Kölsch und ein Whisky bitte bekommen? Sehr gerne. Hi. Hallo. Hallo. Mensch, Martin Wellness heute, ihr seht blendend aus. Ja, waren wir. Ja? Dankeschön, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist schon lange her, dass Tina Komplimente bekommen hat. Ihr sieht doch spitze aus. Dankeschön. Du musst doch kein Wellness-Urlaub machen. Doch, aus meinem Arm ab und zu, ne? Komplimente hört eine Frau natürlich immer gern. Ist immer schön, klar. Doch ob Willi das gerne sieht, wenn seine Frau von fremden Männern angeflirtet wird? Nach einigen Minuten kommt er an der Bar an und muss zu seinem Entsetzen feststellen, dass Tina sich blendend amüsiert. Wie wird der Kampfsportler reagieren? Auf einen schönen Abend, ne? Ja. Erholsamen Abend. Prost. Prost. Das ist eine krasse Scheiße. Ich sitze zu Hause, mach mir einen Korb und die hängt hier und sind am Lachen, am Saufen. Die am Saufen sind ja auch noch. Ja, ist ja hart, ist ja hammerhart, ist ja. Das geht ja nicht nötig, wenn ich mir das so anschaue. Na ja, das sagst du jetzt so. Dankeschön. Ja, ich bin, wenn ich jetzt da hingehe, passiert ein Unglück. Ich lasse das jetzt mal sacken und ich überlege mal was. Na, so geht das nicht. Nee. Nee. Nein, du hast mich nicht gefangen. Ne? So geht das nicht. Ihr macht öfter was zusammen? Ja. Seit 5 Jahren machen wir öfter was zusammen. Oh. Ach, ihr seid ein Pärchen. Ah, okay. So kann man es auch sagen, ja. Schön. Wir wollen uns ja eigentlich da drüben hinsetzen, wenn ihr Lust habt, später. Vielleicht später mal. Wir wollen uns noch ein bisschen unterhalten. Alles Gute, ne? Tschüss, kommt ja. Tschüss. 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 Die waren ja süß, die zwei. Ja, oder? Na, hör mal. Aber irgendwie haben die gar nicht zusammengepasst. Ne? Ich hätte nicht gedacht jetzt. Ja, aber gegen das Umsetzen ziemlich an. Ja, aber süß. Mensch lieb. Ja. Nun, du bist müde, ne? Ja, boah, ein langer Tag. Sollen wir nicht hochgehen? Geh schon mal vor. Ich komm gleich nach. Ein paar Minütchen noch. Mach dir nicht so viel Gedanken. Nee, vermisst aber, du, ne? Ja. Kommst du gleich nach? Geh schon mal vor. Na, bis gleich. Okay. Ciao. Willi hat nicht mitbekommen, dass es sich bei den Männern um ein schwules Pärchen gehandelt hat. Verletzt fährt er nach Hause zurück. Ist schon hart, seine Frau zu sehen, wie sie da mit anderen Typen sitzt und säuft. Auf eine Art tut es weh. Merke ich, dass ich sie doch vermisse, dass ich Wut habe. Und wenn ich Wut habe, dann merke ich dann, dass ich einen gerne habe. Nur jetzt muss ich irgendwie versuchen, da runterzukommen, klar mitzukommen, damit ich das irgendwie wieder hinkriege, dass man wieder normal leben kann. Das ist ja, damit hat ja gar keiner gerechnet, mit so einer Situation. Ich weiß auch selber nicht, wie ich mich da verhalten soll. Auf jeden Fall hat es wehgetan. Scheiße. Ich freue mich, wenn sie nach Hause kommt. Ich kann mit ihr persönlich reden. Ich muss das aufklären, sonst habe ich keine Ruhe. Entschuldigung, ist hier noch frei? Ein Wort mehr, bitte. Allein, oder? Ja, mit meiner Freundin, aber die ist schon vorgegangen. Okay. Auch wenn Tina von Männern angehimmelt wird, sie sehnt sich nach ihrer Familie. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Ich vermisse meine Familie.
Echt? Ist sie das? Ja. Hübsch. Bisschen Stress zu haben. Zwei Kinder. Zwei Kinder, ja. Und eigentlich einen tollen Mann, aber wir haben uns gestritten. Ja. Jetzt irgendwie vermisse ich sie halt gerade sehr. Okay. Hängt der Aussegen schief? Bisschen, ja. Aber ich glaube, nichts, was man nicht mehr retten kann. Aber magst du irgendwie noch was essen hier? Nee, danke. Ich werde jetzt gleich auch aufs Zimmer gehen. Ich wollte nur mal ein bisschen hier abspannen, noch mal die Bilder gucken und dann werde ich auch gleich gehen. Ja, kann man nichts machen. Nee. Tut mir leid. Schönen Abend noch, ne? Ja, ciao, ciao. Um den Haussegen wieder gerade zu rücken, müsste Tina eigentlich nach Hause. Doch sie will Willi noch ein wenig zappeln lassen. Eigentlich wäre ich jetzt viel lieber zu Hause als hier bei meiner Familie, aber ich muss das halt jetzt durchziehen, damit der Willi wirklich begreift, wie ernst es ist. Anscheinend hat Willi begriffen, wie ernst es ist. Zu Hause angekommen, sucht er Rat bei seinem Kumpel Marco. Die nächsten Schritte müssen gut durchdacht sein. Aber lass die Situation deeskalieren, versuch erstmal zu reden, ganz in Ruhe. Ne? Reden. Und, die Bilder sprechen für sich, reden. Aber vielleicht warten Missverständnis. Ich würde erstmal die Ruhe bewahren, ne? Und vielleicht klärt sich die ganze Sache noch auf. Nein, ich möchte die natürlich nicht verlieren. Ne? Wo ich so sehe, wie die mit den anderen dran ist, die wären ja froh, sie hätten sie. Ich habe sie ja verloren und die anderen sind froh, dass sie sie haben. Also wird mir sehr, sehr wehtun. Also ich werde doch da alles dann tun, dass ich Tina bei mir bleibe. Ne? Alles klar, ciao. Okay, ciao. Seid mir nicht böse, ich bin fertig. Ne? Ich muss ins Bett. Ne? Komm, ich hab keinen Bock mehr. Ciao. Ich muss gehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Nach einer schlaflosen Nacht ist Willi zu einem Entschluss gekommen. Er will um seine Tina kämpfen. Als erstes bringt Willi die verwahrloste Küche auf Vordermann. Und auch Tina hat einen Entschluss gefasst. Ich freue mich jetzt eigentlich auf zu Hause. Ich freue mich auf meinen Mann und ich freue mich auch, meine Kinder wiederzusehen. Denn ich ehrlich bin, ich habe die doch schon ganz schön vermisst. Und sollte ja auch nur ein Denkzettel sein für den Willi, dass er mal sieht, wie es ohne mich ist. Aber ich habe total Angst, was mich jetzt zu Hause erwartet. Ich muss versuchen, hier mal wieder ein bisschen aufzuräumen, ein bisschen klar Schiff zu machen. Das geht ja, ich will auch nicht haben, dass das Schiff untergeht. Ne? Kinder haben auch schon gesagt, wie sieht es hier aus? Ne? Und ich will auch natürlich ein Stück weit damit auch noch fordern. Ne? Will schon gar nicht abstreiten. Ne? Sieht man ja. Aber ich gehe das auch schon wieder hin. Und ist nur eine Frage, wann. Ne? Tina! Es nimmt überhaupt kein Ende. Bei mir auf der Arbeit, da könnte ich mir das Bild an, verputzt, dann habe ich Ruhe. Hier spüle ich, wisch was ab und überall entsteht wieder Dreck. Ich weiß nicht, wie die das macht. Keine Ahnung. Vielleicht muss ich doch mal zuschauen, wenn ich mal Zeit habe. Ne? Also, allerhand. Ne? Willi legt sich richtig ins Zeug. Er hat eingesehen, dass Hausarbeit doch nicht zu unterschätzen ist. Es wird geputzt, gewischt und weggeworfen. Hoffentlich vermisst Tina nicht ihre Lieblingspfanne. Nach zwei Tagen kehrt Tina endlich zurück. Sie glaubt, dass Willi genug gelitten hat. Wie wird Willi reagieren? Tina? Oh, ist denn da? Oh, da freue ich mich aber. Komm mal her. Komm her, drück mich mal. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Klar. Wie war es denn ohne mich? Naja, war nicht so schön. Mit dir ist schöner, ganz klar. Ja. Ja. Und die Kinder? Denen geht's gut. Konntest du denen was zu essen machen? Ich hat alles sofort geklappt? Alles geklappt. Alles bestens. Aber Tina, hör mir mal zu. Ja. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Oh, so lieb von dir. Ich war auch bei dir. Ich habe gesehen, wie du mich vermisst hast. Habe ich auch. Ja, mit zwei Typen in der Bar. Und gesoffen habt ihr. Ach, Willi. Das war ein homosexuelles Pärchen. Ja. Na gut, mein Kopf hat da mir ganz andere Bilder gezeigt. Ne? Das hätte ich ja wohl am letzten gedacht, ne? Dass da ein schwules Pärchen ist. Ich war vorher schwer amok gelaufen. Wie hast du denn mit dem Haus hier alles hingekriegt? Ja, du siehst ja. Ja. Klappt auch. Ne? Mhm.
oder hast eine Putzfrau hier gehabt, mal ganz ehrlich jetzt. Ja, noch zwei Tage länger hätte ich wohl eine haben müssen. Sieht ja alles gut aus. Ich glaube, Willi weiß jetzt zu schätzen, was ich hier immer leiste. Jetzt hat er selber mal gesehen, sieht, was das für eine Arbeit ist, dass das nicht eben mal in 5 Minuten gemacht ist, sondern wirklich seine Zeit braucht. Und ich denke, der Denkzettel hat sich gelohnt. Nico, Sancha, ja, komm doch mal gucken. Der Schornsteinfeger. Guck mal, wie hier ist. Hallo, mein Schatz. Ich bin wieder da. Ja, guck mal, Sancha, die Mama ist wieder da. Nie mehr ohne euch. Ja, oh. Ich freue mich, dass Tina wieder da ist. Riesengroß, Kinder freuen sich. Alles ist okay. Und naja, ein Denkzettel, der hat schon gepasst. Papa hat alles schön gemacht, ne, Schatz, oder? Oder kann ja? Die Mama besser kochen? Hat der Papa Essen für euch gemacht? Ja, das war nun ja. Ganz klar, in der Familie werde immer ich kochen. Also das ist auch Frauensache, muss ein Mann nicht. Ist natürlich schön, wenn er das auch könnte, aber er muss es nicht. Er muss auch nicht bügeln und er muss auch nicht putzen. Mir halt ein bisschen mithelfen. Fängst du jetzt an zu kochen hier? Nee, kochen tust du. Ich stecke mal schon mal einen Tisch, ne? Soll ich dir was helfen? Ja, wenn du mal schon mal den Herd anmachst, Schatz, das kannst du mir bei Gelegenheit mal zeigen, wie der angeht. Wo ist denn die Pfanne hin? Ende gut, alles gut. Oder vielleicht doch nicht. Denn ich liebe